Mein Gehirn macht nicht mehr das, was es soll! Naja, geilen Eierhälse, da sind wir mal wieder bei einer weiteren schon Runde. Luna spielt Demos von irgendwelchen geilen Spielen, und zwar in diesem Fall ein SCP-Game. Oh, hier ist ein Film. Es handelt sich dabei um SCP Blackout, glaube ich. Müsste es heißen. Jo. Und was ist das denn jetzt? Ich hätte die voll belabert. Momentchen mal kurz. Was passiert denn hier? Ist das hier Stanley Parable oder ist das, Portal oder was? Portal 3? Egal. Ich habe mich mal kurz ein bisschen umgeguckt hier im Menü. Es gibt hier verschiedene Sachen zum Angucken. Die finde ich immer ganz schön. Man kann hier die Grafik ein bisschen einstellen und so weiter und so fort. Alles ganz knorke eigentlich. Joa. Und es ist für VR ausgelegt. Das heißt, wenn ihr VR habt, könnt ihr euch das Spiel gerne besorgen. Es gibt hier Sachen zum Aufnehmen. Pick batteries can be used from your inventory tab. Okay, auf Tab haben wir also quasi Inventar. Interessant. Und wir können Batterien aufnehmen mit Linksklick, Rechtsklick, alles drum und dran. Und wir haben verschiedene Karten, die wir benutzen können, um uns Higher Levels freizuspielen. Ich nehme erstmal die erste Karte, die zweite, die dritte. Kann ich irgendwas nehmen? Mit E? Mit E kann ich Sachen nehmen, okay. Ich nehme also mal die ganzen Sachen mit. Auf Tab haben wir auf jeden Fall ein paar Sachen. Mit Linksklick kann ich die Batterien anmachen. Und ich würde einfach sagen, ich nehme einfach alle Karten mit, ne? Und los geht der Spaß. Gehen wir einfach mal rein. So, mal schauen, was uns hier erwartet. Wir können auf jeden Fall alles Mögliche uns angucken. Warum sollten wir das volle Game kaufen? Hier ist der Demo-Mode, hier sind die Credits. Hier ist der Survival-Mode, da brauchen wir das volle Spiel für auf jeden Fall. Und den Story-Mode, auch den Full-Game. Egal, gehen wir also in die Demo. Ich bin mega gespannt, was hier auf uns wartet. Beim guten alten SCP, denn SCP-Spiele, wie wir alle wissen, sind der heilige Gral der Gruseligkeit. Und wir gruseln uns ja gerne. Nicht wahr? So. Es geht. Okay, es geht direkt los. Monster außerhalb der Türen. Warum sind wir in der Zelle eingesperrt? Sind wir auch ein Monster? Sind wir Insassen? Sind wir in einem Gefängnis und müssen jetzt vor einem bösen Monster entkommen, was in unserem Gefängniskeller, Ach du Scheiße. Ich habe keine Keycard, ich habe auch noch nichts zum Interagieren. Hier ist auf jeden Fall irgendwas entführt worden. Ich hätte gerne eine Taschenlampe direkt zu Beginn des Spiels. Ihr müsst mir auch den Einstieg erleichtern. Kann ich sprinten? Ist sowas ähnliches, oder? Ich kann normal laufen, ich kann sowas wie sprinten. Ich kann nicht springen, mich nicht hinhocken. Ich kann also nur normal laufen und sprinten. Naja. Sowas wie sprinten halt. Und im Dunkeln rumrennen. Das ist wunderschön. Ist das eine Art Lampe hier? Kann ich das mitnehmen? Ich fänd's toll. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alles voller Blut. Also grafisch ist das schon mal das schönste SCP-Spiel, was ich hier gesehen habe. Ah. Hier fehlt uns eine Keycard. Hier könnte man theoretisch was aufmachen. Alles klar. Ich kann aber auch mit noch nichts wirklich interagieren. Ich kann hier nur hintergucken. Gut, hier ist scheinbar noch nichts. Ist hier was? Ah, guck mal, schau. Blut. Jede Menge Blut, ein Walkie-Talkie, ein Feuerlöcher. Einfach ein Feuerlöcher nehmen und dem Vieh. Mit E. Mit E kann ich interagieren und kann den Schrank aufmachen. Das ist schön, aber hier ist nichts drin. Das SCP steht auf dem Kopf. Scheint also nicht so zu funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Oder wie sich andere Menschen das vorstellen. Ein Computer sollte nicht auf dem Kopf stehen. Drücken wir mal Enter, wa? Leertaste? Wäre cool, wenn es die vierte Wand durchbrechen würde, mal wirklich Enter oder so. Ach, guck mal, eine Schau. Eine Keycard. Jetzt haben wir eine Clearance Level 0 von Matthew Cho. Okay. Access Clearance needed. Please swipe card. Da. Falsche Keycard. Okay. Das heißt, wir müssen noch eine... Kann ich die Türen zumachen jeweils? Ist das wie bei SCP? Da kann ich nur durchlaufen. Okay, schade. Zum Exit komme ich auch noch nicht. Sektor 7. Ich denke mal, hier bräuchte ich... Ist auf jeden Fall eine Level 2 Autorisierung erforderlich. Wo haben wir denn eine Level 0 Autorisierung? Haben wir gar keine, oder? Level 0! Hier können wir theoretisch rein. Auf die Kackhäuser. Beware the vents. Okay, wir sollen uns also von den Lüftungsschächten in Acht nehmen. Ach, müssen wir aufs Power achten oder was? Müssen uns hier beeilen oder wie? Na, das ist ja herrlich, Kinders. Auf so einen Tag bin ich ja immer gefreut.
Da liegt einer. Hallöchen, mein toter Freund. Der hat eine Spieluhr am Laufen. Play? Was soll ich denn playen? Hm. Ich sehe hier aber nicht. Es ist alles so finster. Jürgen, gib mir was. Ich habe hier nicht umsonst die Scheiße. Okay, gut. Habe ich doch umsonst die Scheiße aus der Tür aufgemacht. So, gehen wir nochmal hier rein. Schauen wir nach, ob wir noch irgendwo eine Level 0 Autorisierung haben. Und zwar hier haben wir noch eine. Den Sektor 8. Sehr gut. Gott, ist das creepy. Im Keller. Schickt mich einfach auf den Tischen. Hier kriegt er mich vielleicht nicht. Oh Gott, was sind das jetzt hier? Kann ich hier irgendwas aufmachen, an irgendeinem Laptop rumwurschteln oder sowas? Okay, hier ist nichts. Nichts von Bedeutung. Hallo. Ich würde gerne irgendwas benutzen. Ich fände es echt knorke von euch, wenn ihr mir hier was schenken könntet. Also, mach mal die Tür auf, bitte. Kann ich da irgendwas... Kann ich denn nichts? Hm. Ihr seid ja eine liebe Gemeinde, ey. Gebt mir Zugänge zu irgendwelchen Räumen, aber schenkt mir nichts. Alter! Was ist denn hier passiert? Ist ja ordentlich einer ausgesaftet, ey. Hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, ich werde wahrscheinlich in den Keller müssen. Oder auch nicht. Ich renne mal lieber einfach irgendwo lang. Level 1, na klasse. Na klasse, na klasse. Das war's dann für mich. Spiel, lässt du mich irgendwo lang? Ich sehe nichts mehr. Ach, hier geht's weiter. Level 3 Autorisierung. Ich verstehe dieses Vieh nicht und ich verstehe dieses Spiel nicht. All personal required to bla 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 bla, okay. Aha! Ich habe mich jetzt irgendwie dekontaminiert. Ich weiß nicht wie. Ich bin durchs Dunkle gelaufen. Ich habe doch keinen Plan von irgendwas. Kann ich jetzt irgendwie lang gehen? Aha. Level 1 bringt mir nichts. Es geht also noch tiefer runter. Das ist ja wunderschön. Nein, hier komme ich wieder bloß hier lang. In die Lobby. Okay, ich gehe einfach nochmal zur Dekontaminationszelle. Geradeaus weiter. Dann hier lang irgendwie durch, oder? Ja. Aber hier ist ja nichts, die Tür geht nicht auf, ich bin dekontaminiert. Und hab dann aber kein Access. I swear, it's like you're trying to die. I don't know what to say anymore. No words will ever motivate you enough, so I just give up. Ich schaff das. Ich will das nochmal versuchen. Ich habe mich auch ein zu hohes Level genommen. Moment mal kurz, ich kann nochmal zurück zum Hauptmenü gehen. Ich muss also nur im Endeffekt die ganzen Sachen finden im Spiel, aber es ist echt schwer. Ich habe ja alles abgesucht, ich habe nichts gefunden. Level 5 Autorisation, ey. Level 4? Haben wir auch irgendwo nochmal Level 0 oder sowas? Nur Level 2? Level 1? Okay. Ich suche mal nach der Keycard. Direkt. Die lag ja hier irgendwo rum.
Hier war die, glaube ich. Ach, hier ist eine Taschenlampe. Ja, mei. Auch mal schön zu wissen, habe ich völlig übersehen, ich Volltrottel. Wo waren hier die Keycard? Die war doch hier irgendwo. Swipe Keycard. Ich kann hier noch Sachen lesen, Berichte. Ist mir aber gerade relativ egal. Ich will ja nur die Keycards finden und hier rauskommen. Vielleicht ändert sich ja dynamisch irgendwas in den Schränken auch mal mit. Nope. Okay. Die lag hier, ganz eindeutig neben dem blutigen Schmatz. Aber das hat sich geändert. Okay, also ist die jetzt nicht mehr hier. Fire. Na gut, der hat nichts. Der hat nichts. So, dann schauen wir mal uns hier in Ruhe um. Ob wir vielleicht irgendwas finden können. Hier liegt aber auch nirgendwo was rum. Level 0. Ich habe auch immer noch kein... Also man braucht auch bei Level 0 eine graue Keycard. Okay. Vielleicht finde ich ja hier eine. Vielleicht ist ja hier im Zelle 3 irgendwas Spannendes. Aber hier ist gar nichts. Nee. Okay. Nichts zu machen, nichts zu finden. Wir werden schon noch schlau aus der Sache. Irgendwo muss hier die Keycard liegen. Da. Ich hab sie. Hier ist nichts. Da ist nichts. Auch hier. Ah, doch, da liegt was. Endlich habe ich mal im Dunkeln erkannt. Eine grüne Keycard. Sehr gut. Und hier ist wieder unser Puppenmensch. Genau. Der hat aber nichts. Hier steht nur Play dran. Okay, scheiß drauf. Wir gehen mal weiter. Da wir jetzt die grüne Keycard haben, gehe ich mal zurück und werde mal die Zellen durchsuchen, die die grüne Keycard benötigten. Da gab es ja auch ein, zwei, und zwar die hier. Hier ist aber gar nichts, oder? Ne, weder eine Batterie noch... Hallo, lässt du mich wohl trotzdem durch. Level 2. Level Arsch. Level 100. Nix. Da misshandelt jemand seine Geige. Das finde ich schön. Okay, gehen wir einfach hier rein. Zu Sektor 1. Alter Schwede. Alter Schwede. Hier brauchen wir schon eine Level 2 Keycard. My mind is changing. Mein Gehirn macht nicht mehr das, was es soll. Hier rennen ja mehrere Viechers rum. Das ist ja voll gemein. Das ist doch unfair. So schnell bin ich doch nicht. So viel auf einmal. Sie beobachten uns. Das ist ja Knorke. Was kann hier? Hier brauche ich einen Code. Mhm. Alter, alles voll geschmaddelt mit Blott. Ist hier noch irgendwas Schönes drin? Nix. Was ist das denn hier unten? Paper. Sie haben uns Papier hinterlegt. Das ist schön. Oh, eine blaue Keycard. Wunderbar, Herr Schmidt. Nur Geschmaddel und Batterien. Sehr gut. Gib mich mal das Zeug her. Ist das Bier? Nee, ist ein Toaster. Der leuchtet. Der ist on. Du siehst mich also, ja? Wie ich mich... nackig ausziehe. Einmal durchlaufen. Renn. Ah, das ist nicht so viel. Das ist so unfair. Das ist so bockschwer, Mann. Mach auf. Für wen ist denn das? Irgendein Unique? Alter, das ist viel zu viel. Okay.
Okay. Dieses Spiel ist grausam. Ziemlich gemein. Und böse. Weil ich einfach nicht von den Viechern wegkomme. Das ist ja voll gemein. Also das ist kein Spiel, was ich durchspielen werde. Definitiv nicht. So, hier unten scheint es aber noch halbwegs friedlich zu verlaufen. Level 4er Autorisierung habe ich auf jeden Fall schon. Alter, ist das ein Abfuck hier. Ich finde es bescheuert, dass man mit einer Level 4 Autorisierung nicht Level 3 automatisch aufmachen kann. Eigentlich ist doch immer der nächst höhere. Sehr witzig. Level 2? Ach, Level 2 habe ich ja noch nicht. Ich brauche Level 4 oder Level 1? Geht alles nicht. Okay, dann bin ich hier komplett am Arsch. Liegt hier vielleicht noch irgendwas rum außer Papiergelumpe? Was ein bisschen die Story erklären möchte? Nein! Schon, ich will nichts weiter davon belangen. Gruselige Musik setzt ein. Alter, diese Gruselmucke. Bitte. Containment Breach. Hey, warum funktioniert denn die Level 2 Autorisierung? Aber die nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist doch auch Level 2. Wieso ist denn das Level 2? Aber es funktioniert nicht. Achso, es ist Lockdown. Okay. Gar kein Eintritt erlaubt. Okay, ich geh mal wieder hoch. Ne, es war der Raum, in dem ich schon war, ne? Ja. Okay, nee. Dann gehe ich hier hinten wieder runter. Puh, spannend ist es ja. Aber verdammt furchterregend. Alter, was ist denn hier los? Eine Menge Scheiß am Saften. Access clearance needed, please swipe card. Wo ist meine... Geht nicht, natürlich nicht. Fuck. Oh mein Gott! Die sprinten hier die Gänge lang, Alter! Das war rough. Maybe try staying alive next time. That ought to do it. Ja, ich schaff's nicht, ey. Ich schaff's einfach nicht. Ich schaff's einfach nicht. Aber es ist eine Gratis-Demo, ihr könnt es gerne selber ausprobieren. Ich packe euch den Link in die Videobeschreibung. Puh. Schwierig. Also es ist kein Spiel, wo ich mir eine Vollversion kaufen würde, weil ich einfach kein Freund von Trial and Error bin, der sich immer wieder durchstirbt. Aber es ist ein interessantes Spielchen und ja, gruselig auf jeden Fall. Gruselig gemacht. Gute Grafik, schöne Atmosphäre. Schwer. Viel zu schwer. Wie dem auch sei, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr gerne mehr sehen wollt, dann wie immer abonnieren, favorisieren, mit Scheiße beschmieren, die Glocke penetrieren. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski, bla 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 bla.